Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, diesmal zum Thema Durchhaltevermögen. Hier wurde wieder eine Gruppensitzung in eine Präsentation umgewandelt. Bevor es die einzelnen Hinweise gibt, wie man besser durchhalten kann, ist es mir nochmal wichtig, eine ganz grundlegende Sache zu erwähnen. Schwere Dinge sind schwere Dinge, weil sie schwere Dinge sind. Heißt, auch wenn es hier viele Anregungen gibt, wie man das Durchhalten erleichtern kann, es wird nie völlig ohne Anstrengung gehen. Es wird nie völlig ohne Zähne zusammenbeißen gehen. Also hier gibt es keine Anleitung, wie man problemlos abnimmt, ohne Mühe. Also sowas gibt es einfach nicht. Durchhaltevermögen hat auch was mit Durchhalten zu tun. Und dementsprechend bitte nicht die Erwartung haben, dass man Dinge plötzlich erreichen kann, ohne dass man sich dafür ins Zeug legt. Also gerade das Anstrengen für etwas gibt den Dingen auch einen gewissen Wert. Und von daher, bei schweren Dingen, die man durchhalten will, muss man auch ein wenig durchhalten. Okay, wie gelingt einem das also besser? Der erste Punkt, den ich erwähnen will, ist das Zielsetzen. Man sollte möglichst klare, lebendige Zielvorstellungen haben. Je lebendiger, spürbarer ein Ziel für mich ist, desto verlockender ist es, desto eher bin ich auch motiviert, hinterherzugehen und zu versuchen, es zu erreichen. Dabei ist es ziemlich wichtig, dass man positive Zielformulierung nimmt. Was heißt jetzt positiv? Ziele sollten ja eigentlich immer positiv sein, das heißt, dass es für mich etwas Erstrebenswertes ist. Positiv heißt, ich versuche, das Vorhandensein von etwas für mich als Ziel festzulegen und nicht die Abwesenheit von etwas. An einem kleinen Beispiel wird das deutlich, wenn ich sage, ich möchte mich weniger zu Hause verkriechen. Ist das für mich ein wesentlich unklareres Ziel, als wenn ich sage, wenn ich positiv formuliere, ich möchte zu einem Sportverein gehen, ich möchte mehr mit Freunden unternehmen, ich möchte häufiger an Feiern teilnehmen, ich möchte jeden Tag einen Spaziergang machen. Also das wäre jetzt das positive Formulieren. Nicht, dass man sagt, das will ich nicht mehr, sondern da will ich hin. Wenn ich in ein Taxi steige und dem Taxifahrer sage, naja, ich möchte hier nicht mehr sein, weiß der überhaupt nicht genau, wo er jetzt hinfahren soll. Und ähnlich ist das mit uns selber. Wenn wir ein Ziel haben und sagen, ich will das und das nicht mehr, ist es wesentlich weniger motivierend, als wenn ich sagen kann, da will ich hin. Ja. Wenn es geht, sollte man immer Teilziele setzen. Wenn ich eine Gartenlaube bauen will, sollte ich mir bewusst machen, da sind verschiedene Teilschritte notwendig. Ich muss erstmal einen geeigneten Platz aussuchen, ich muss den Boden vorbereiten, ich muss mir Material besorgen, ich muss das Gestell aufbauen, ich muss dann wahrscheinlich die Plane oder die Platten anbringen und dann, wenn es fertig ist, bringe ich da Erde rein und sehe was an oder stelle dann meine Gartengeräte rein oder wie auch immer. Teilziele haben zwei ganz wichtige Vorteile. Das eine ist, es ist für mich einfach umsetzbarer. Wenn ich weiß, das sind Teilschritte, kann ich sie leichter umsetzen, weil es normalerweise dann auch konkrete Handlungsanweisungen gibt. Und das zweite, es ist für mich wesentlich motivierender. Es ist nicht so, dass da ein riesiger Berg vor mir liegt, wo ich gar nicht weiß, wie komme ich denn da oben rauf, sondern es ist so, bis zum nächsten Teilziel. Der Weg ist viel überschaubarer, ich erreiche ihn schneller und wenn ich das für mich auch so verbuchen kann, aha, erstes Teilziel erreicht, dann steigert das natürlich auch meine Motivation. Dabei ist es natürlich mal wieder wichtig, die eigenen Ansprüche im Auge zu behalten. In dem Moment, wo ich sage, ich darf keinen Fehler machen, das muss perfekt sein, ist mein Durchhaltevermögen ziemlich wahrscheinlich schon ja nicht gut aufgestellt, weil das wird nicht funktionieren. Also von daher, ich sollte ein realistisches Anspruchsniveau finden. Ich weiß, das ist sicher schwierig, es sollte nicht zu hoch sein und nicht zu niedrig, aber
gerade wenn ich etwas durchhalten will, habe ich nichts davon, wenn ich meinen Anspruch gleich hier oben hinsetze. Ja, ich möchte gerne einen Marathon laufen und erwarte von mir am ersten Tag, so, jetzt muss ich aber schon mal 20 Kilometer am Stück durchhalten. Das wird frustrieren, das wird nicht funktionieren. Also bitte eigene Ansprüche dabei prüfen. Andere zum Vorbild nehmen kann natürlich extrem sinnvoll sein. Wenn ich da so ein bisschen schaue, wie haben die das zum Beispiel gemacht, wenn mir das Hoffnung gibt, dass andere das auch geschafft haben. Ich arbeite jetzt ja nun mal in der Psychiatrie und wenn ich jemanden kenne, wenn ich zum Beispiel eine Zwangserkrankung habe und ich habe jemanden kennengelernt, der hatte auch lange Zeit schwere Zwänge und der hat es geschafft, da rauszukommen, dann gibt mir das natürlich eine gewisse Zuversicht, dass ich das jetzt auch weitermache, auch wenn es ein schwerer Weg ist. Vielleicht hat der sogar ein paar Ratschläge, wie man das eigentlich machen kann. Oder ich kann das im Sinne für mich mental nutzen, indem ich mich frage, wie hätte mein inneres Vorbild, wie hätte diese Person an der jetzigen Stelle, an der ich stehe, wohl reagiert, damit er in Zukunft erfolgreich ist. Beim Durchhaltevermögen ist es auch extrem wichtig, gut für sich zu sorgen. Wenn ich etwas durchhalten will, dann ist es in der Natur der Dinge, dass mich das Kraft kostet. Wenn ich nie dafür sorge, dass mein Akku sich aufladen kann, dann werde ich Dinge nicht durchhalten. Also, wenn ich mich auf eine wichtige Prüfung vorbereite und mir nie Auszeit nehme, dann wird mir die Puste ziemlich bald ausgehen. Ja, und da ist auch der Punkt wichtig, sich vielleicht an anderen Stellen zu entlasten. Es ist natürlich im Leben nicht immer einfach, Prioritäten zu setzen. Was ist jetzt das Wichtigste? Aber manchmal kann man genauer identifizieren, was jetzt gerade unwichtig ist. Wenn ich noch eine Woche Zeit habe, mich auf eine Prüfung zum Beispiel vorzubereiten, dann kann ich in der Zeit sagen, okay, ich sorge jetzt zum Beispiel für meinen Haushalt nicht mehr hundertprozentig. Es bleiben Sachen in dieser Zeit liegen. Ich entlaste mich aktiv, indem ich mir erlaube, da etwas liegen zu lassen, etwas weniger zu berücksichtigen. Also wann immer ich ein Verhalten ändere, ist es für mich immer ein großer Aufwand. Und wenn ich zum Beispiel verschiedene Problembereiche habe, und ich möchte durchhalten, indem ich diese Problembereiche erledige, kann ich nicht alle Probleme gleichzeitig angehen. Ich muss mich an einigen Stellen zumindest entlasten, das sozusagen durchgehen lassen, um mich auf ein, zwei Dinge fest zu konzentrieren. Dann halte ich es auch eher durch. Und in diesem Rahmen kann man natürlich auch Unterstützung in Anspruch nehmen. Unterstützung kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann eine emotionale Unterstützung sein, dass ich jemanden um mich habe, der mich ermutigt, der mir einfach Hoffnung zuspricht. Ich kann mir aktive Hilfe holen, dass jemand, weiß ich nicht, wenn es darum geht, die ganze Wohnung zu entrümpeln oder die ganze Wohnung einzurichten zum Beispiel, der mir aktiv zur Seite steht und mit den Schrank aufbaut. Oder ich kann mir auch eine beratende Unterstützung holen, dass ich einfach jemanden frage, Mensch, wie hast du denn das damals hinbekommen? Ja, gerade wenn ich irgendwie so Experten in Anführungsstriche um mich herum habe, sollte ich nicht zögern, da auch mal hinzugehen und zu fragen. Was auch sehr sinnvoll sein kann beim Durchhaltevermögen, ist sich zu vergegenwärtigen, was sind eigentlich die negativen Konsequenzen, wenn ich nicht durchhalte. Ja, zum Beispiel, wenn ich nicht gut für mich sorge oder wenn ich etwas aufschiebe, was ist langfristig gesehen eigentlich das Negative? Was will ich vermeiden? Wofür lohnt es sich durchzuhalten? Wenn ich zum Beispiel einen Riesenstapel an unbezahlten Rechnungen habe, und ich lege das dann immer auf einen Stapel, wird das ziemlich wahrscheinlich dazu führen, dass da Mahngebühren zukommen, wird es ziemlich wahrscheinlich dazu führen, dass es da weitere Briefe gibt, die mich vielleicht auch verängstigen. Und das sind alles Konsequenzen, die will ich
nicht haben. Und dementsprechend könnte das eine Motivation sein, ich weiß nicht, wie lange das dauert, eine halbe Stunde vielleicht mal so einen Stapel auch wirklich durchzuarbeiten, abzuarbeiten. Und manche Dinge, gerade wenn es um Amtsschreiben geht, die ich immer so schnell weglege, vielleicht erledigen sich dann auch manche Sachen recht schnell, dass man sagt, okay, das ist nur zur Kenntnisnahme. Ja? Also wirklich, dass das langfristig Negative, wenn ich nicht durchhalte, sich das doch mal klar vor Augen zu führen, das kann hilfreich sein. Ja, Belohnung. Oh, Belohnung. Belohnung ist ein wunderbares Thema. Egal, worum es geht, gerade wenn man Teilziele irgendwie herstellen konnte, sind Belohnungen eigentlich ein wunderbares Mittel, wie man länger durchhalten kann. Weil die Dinge, auch wenn sie negativ eigentlich von ihrem Charakter sind, doch eine kleine positive, ja, eine kleine positive Wendung dann haben. Das kann natürlich Lob sein, dass ich mir auch selber Lob zuspreche oder das von anderen bekomme. Ich kann mir zum Beispiel Videos angucken, die ich gerne schaue. Gehen wir mal davon aus, ich muss einen langen Bericht zum Beispiel schreiben oder ich muss die ganze Wohnung aufräumen und dann mache ich nach einem Absatz oder wenn ich gerade das Wohnzimmer gesaugt habe, mache ich 10 Minuten Pause, gucke mir ein kurzes Stück des Videos an so, und gehe dann wieder an die Arbeit. Mache den nächsten Teilschritt, wische im Wohnzimmer Staub, schreibe den nächsten Abschnitt und schaue mal wieder ein Video an. Und so komme ich dann langsam mit meiner Arbeit voran. Oder wenn ich gerade irgendwie den ganzen Tag im Garten gearbeitet habe, dass ich mir dann am Abend eine schöne Wanne gönne und dass ich das vorher auch schon im Kopf habe. Ja, nachher, wenn ich diese anstrengende Sache hinter mich gebracht habe, dann kriege ich die und die Belohnung. Die Belohnung sollte möglichst konkret sein, sollte für mich umsetzbar sein, also auch gerade durch mich, dass ich das selber beeinflussen kann, und die sollte einigermaßen angemessen sein. Wenn ich einen riesen Haufen Arbeit erledigt habe und ich sage, dafür kriegst du jetzt eine Salzstange, ist nicht wirklich angemessen. Ja, der Punkt Alternativverhalten. Gerade wenn ich ein störendes Verhalten abbauen will, ist es wahnsinnig wichtig, irgendein Alternativverhalten dafür zu haben. Das leidige Thema, wie sagt man das, Nahrungsumstellung, wie sagt man das, Essensumstellung, wenn man halt gesünder leben will, Ernährungsumstellung, so, das ist es. Wenn man seine Ernährung umstellen will, dann hilft es wenig, wenn man sich sagt, das und das und das und das darfst du jetzt nicht mehr. Viel hilfreicher ist es zu sagen, das musst du dafür tun. Ja, gerade wenn es darum geht, vielleicht jemand, der viel isst, wenn der das weniger machen will, dann sollte der irgendein Alternativverhalten haben. Ja, zum Beispiel, dass er in der Zeit, wo er sonst gegessen hat, dann spazieren geht oder dass er eine Tagesstruktur hat, dass er nicht so viel Langeweile hat. Das wäre wichtig. Oder wenn es zum Beispiel um sowas wie selbstverletzendes Verhalten geht. Ich kann eigentlich nicht wirklich erwarten, dass jemand das mal kurz sein lässt. Selbstverletzendes Verhalten hat häufig seine Gründe. Ja, man macht das nicht irgendwie aus Jux und Dollerei im Normalfall. Und wenn ich erkannt habe, warum mache ich das eigentlich, fällt mir vielleicht auch ein, was ich alternativ tun könnte. Ja, wenn es dabei zum Beispiel um Spannungsabbau geht, dass ich sage, okay, ich lasse das sein, treibe dafür aber in der Zeit Sport oder mache eine Entspannungsübung oder gönne mir etwas, was ich gerade unbedingt haben will. Also Alternativverhalten ist ganz wichtig, wenn ich Durchhaltevermögen haben will, um ein Verhalten abzustellen. In dem Sinne, der Punkt hört sich erstmal ein bisschen kompliziert an, Reize, die ungewolltes Verhalten auslösen, sollen entfernt werden. Übersetzt ist das, glaube ich, ziemlich einfach zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel lange Zeit Cannabis konsumiert habe und jetzt sage,
Also ich habe gemerkt, das macht mich schlapp, ich habe gar keine Interessen mehr, ich nehme finanziellen Schaden, meine Gesundheit geht irgendwie auch ein bisschen den Bach runter und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt sein lassen. Dann wäre das ziemlich wichtig, dass ich kein Cannabis mehr zu Hause habe, dass ich auch keine Utensilien auf Deutsch, keine Materialien mehr habe, die ich normalerweise zum Konsum benutze, sei es jetzt so ein Glasbong oder sei es ein Blättchen mit Tabak, dass ich das alles irgendwie entsorge. Das ist gerade für den Anfang wichtig, wenn man eine Verhaltensänderung, wenn man ein ungewolltes Verhalten abändern will, ist das gerade für den Anfang wichtig, dass man da die Reize erstmal rausnimmt, um vielleicht in der Zeit auch alternatives Verhalten aufzubauen. Also jemand, der eine Alkoholsucht zum Beispiel hat, dem würde man erstmal empfehlen, meiden Sie Kneipen. Ja, so lange, bis einigermaßen Stabilität eingekehrt ist. Ja. Jemand, der immer wieder Essanfälle hat, der sollte vielleicht gewisse Nahrungsmittel, die das bei ihm auslösen, nicht im Haus haben. Ja. Dass man sich vielleicht statt einer Tafel Schokolade nur so ein Riegel Schokolade kauft. Ja, das sind alles Möglichkeiten, so eine Verhaltensänderung besser durchzuhalten, dass man da ja nicht in Versuchung geführt wird in dem Sinn. Ja, Durchhaltevermögen, gerade wenn es um Verhaltensänderungen geht, hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Wenn ich Muster habe, unter denen ich leide, so Muster im Verhalten oder im Denken, die mich immer wieder so ein bisschen in Sackgassen führen oder die mir schaden, dann werde ich die nicht innerhalb von wenigen Tagen abstellen. Ich sag mal, so ein Muster, ich muss immer perfekt sein, ich muss immer zu allen nett sein, ich darf keine Fehler machen. Das besteht dann häufig schon seit Kindheit oder Jugend. Und dann ist es vielleicht schon 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre drin. Das geht nicht von heute auf morgen weg. Das sollte man nicht erwarten. Man kann sehr gut daran arbeiten, und zwar jeden Tag, aber das geht nicht so schnell weg. Und da geht es halt wirklich darum, achtsam zu bleiben und gut auf sich zu schauen, wie ist das eigentlich momentan in mir? Ja, zum Beispiel durch ein Tagebuch oder durch Apps, die mich täglich fragen, wie ist meine Stimmung? War ich heute draußen? Wenn ich lange Zeit depressiv gewesen bin und vielleicht schon mehrere Phasen in meinem Leben erlebt habe, dass es wieder runtergegangen ist, dann ist es für mich in Zukunft wichtig, auf sogenannte Frühwarnsymptome zu gucken. Was sind für mich erste Anzeichen, dass ich wieder so in so eine Phase reinrutsche? Denn dann kann ich noch sehr gut reagieren und gegensteuern. Wenn ich zum Beispiel merke, ich ziehe mich wieder verstärkt zurück, dass ich da aktiv gegensteuere. Ja? Das wäre sozusagen in dem Sinne ein Durchhalten, gesund zu bleiben, ja? Achtsam bleiben. Ja, bitte nicht vorschnell aufgeben, immer wieder probieren. Wenn man versucht, etwas durchzuhalten, ist es eine ziemlich normale Sache, dass man das nicht gleich beim ersten Mal permanent schafft. Das heißt aber nicht, dass man sofort aufgeben sollte und sagen, ja okay, ich habe es mal wieder nicht geschafft, jetzt kann ich es auch gleich wieder sein lassen. Jetzt ist es ja eh egal. Nein, also möglichst früh hinschauen und sagen, okay, jetzt ist es wieder so gewesen, wie ich das nicht haben will, oder ich habe wieder nicht das erreicht, was ich wollte. Das wieder sollte man am besten streichen. Ich habe jetzt gerade nicht das erreicht, was ich wollte, aber ich begebe mich gleich wieder auf den Weg. Das, was ich vorher gut gemacht habe, das versuche ich wieder aufzugreifen und daran weiterzuarbeiten. Also nicht, es wird schief laufen. Also gerade wenn wir, vorhin waren wir ja bei den Mustern, die jahrelang drin sind, man wird wieder in die Muster reinfallen. Ja, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn nicht, wunderbar, Daumen hoch. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, gerade wenn es um so Denkmuster geht, da fällt man ziemlich schnell wieder rein. Und
bitte nicht einfach dann abwerten und sagen, ja, ich bin ja auch zu doof, ich krieg's eh nicht hin. Nee, möglichst schnell wieder auf den konstruktiven Weg gehen. Ja, Struktur, Riten und Gewohnheiten aufbauen. Wenn ich etwas durchhalten will, ist es bei ganz vielen Dingen so, dass es mir viel besser gelingt, wenn ich es in meinen Alltag irgendwie integriere. Wenn ich zum Beispiel das für mich zur Gewohnheit mache, direkt nach dem Aufstehen ins Bad zu gehen und 5 Minuten Frühsport zu machen. Ja. Dann dann gehe ich erstmal frühstücken, so 10 Minuten, dann gehe ich zurück 20 Minuten, mache mich fertig, oder 25, mache mich fertig, putze die Zähne und dann fahre ich zur Arbeit und dann habe ich meinen Tagesablauf und dann bekomme ich sogar pünktlich an. Das kann sehr hilfreich sein, dann habe ich meinen Frühsport schon erledigt. Oder dass ich zum Beispiel für mich trainiere, nicht auf die Schlummerfunktion zu drücken, wenn ich pünktlich aufstehen will, sondern direkt, wenn mein Wecker um 5.45 Uhr klingelt, dann auch aufzustehen. Und je häufiger ich das mache, desto eher wird es eine Gewohnheit und desto leichter wird es mir bei den meisten Dingen auch fallen. Und das kann auch heißen, gerade wenn ich mir eine Gewohnheit aufbaue, die auch zu machen, wenn ich das nicht brauche. Dass ich zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie eine Tagesstruktur, auch um 6 Uhr aufstehe, wenn Wochenende ist. Ja, damit ich das in meinen Tagesablauf reinbekomme. Je mehr Struktur ich in meinem Tag habe, desto leichter wird das durchhalten. Weil ich vielleicht die Dinge automatisch dann irgendwann mache, weil ich nicht mehr so viele Entscheidungen fällen muss. Ja? Und weil es durch die Gewohnheit auch leichter wird, diese Dinge durchzuhalten. Bei manchen Angelegenheiten kann es sehr sinnvoll sein, sich selber zu verpflichten, das durchzuhalten. Was ist denn jetzt mal ein gutes Beispiel? Ich glaube, mir fällt jetzt ganz spontan da keins ein, aber regelmäßig zum Sport zu gehen vielleicht, das könnte ein ganz nützliches Beispiel hier sein. Ich kann mich auf verschiedene Arten verpflichten. Ich kann selbst mit mir einen Vertrag schließen. Für manche Leute funktioniert das extrem gut, dass ich mir aufschreibe, ich verpflichte mich über so und so einen Zeitraum, 2-mal pro Woche zum Sport zu gehen. Wenn ich das schaffe, bekomme ich dies und das. Ja, das wäre zum Beispiel eine Vertragsmöglichkeit. Ich kann mich auch mit Freunden verabreden, bin dann sozusagen sozial verpflichtet, zumindest ein bisschen, dass ich das weiter treibe, dass ich einen guten Freund habe, mit dem ich da 2-mal pro Woche hingehe. Ein Verein kann ganz sinnvoll sein, weil das eine vorgegebene Struktur normalerweise ist. 2-mal in der Woche zum Karate, zum Tanzen, zum Badminton oder was auch immer. Ja, das kann was ganz Hilfreiches sein, weil man dann auch wieder in der Gruppe ist. Mit dem Therapeuten kann man bestimmte Vereinbarungen treffen. Gehen wir nochmal von einer Angststörung aus, dass ich mit dem Therapeuten vereinbare, bis zu unserer nächsten Sitzung nicht mehr vermeide, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ich habe schon für mich verstanden, da droht mir keine Gefahr und ich habe verstanden, ich muss das durchhalten und so weiter und so fort. Und jetzt verpflichte ich mich dem Therapeuten gegenüber, bis zur nächsten Sitzung vermeide ich nicht mehr Bus zu fahren. Das wäre was, wie man sich verpflichten könnte. Naja, und dann gibt es natürlich auch diverseste Programme. Ja, sei es Programme zur Ernährung, sei es so Anti-Rauch-Programme, seien es Sportprogramme, die man ja im Internet, auf DVDs, überall finden kann. Das kann ganz sinnvoll sein. Da muss man für sich schauen, ob man mit solchen Verpflichtungen für sich gut klarkommt. Oder ob man dann, wenn man in so einen Bereich rutscht, dass das nicht wirkt und dass man sich dann gleich abwertet. Vorsicht, aber so ganz generell sind Verpflichtungen sicher was, was uns beim Durchhaltevermögen über gewisse Schwellen hinüber helfen kann. Ja, die Selbstverbalisation, das ist ja wieder eins meiner Lieblingsworte. Also was sage ich eigentlich zu mir?
kann beim Durchhaltevermögen ein ganz entscheidender Faktor sein. Motiviere ich mich eher? Spreche ich mir Mut zu? Zeige ich mir meine Teilerfolge auf? Lobe ich mich? Das ist alles etwas, was das sind alles Dinge, die mein Durchhaltevermögen sicher steigern, während Selbstabwertung, übermäßig harte Kritik an mir, sowas wie du hast es mal wieder nicht hinbekommen, du bist ein absoluter Versager, das wird mein Durchhaltevermögen deutlich untergraben, das ist ganz klar. Also das ist etwas, worauf man achten kann, wenn man durchhalten will. Was sage ich eigentlich zu mir? Ja? Es ist eh alles sinnlos und ich bekomme eh nichts hin. Ja, da wird kein großes Durchhaltevermögen stattfinden können. Erfahrung bzw. die eigenen Erwartungen sollte man auch beachten. Gerade wenn man schon in der Vergangenheit Erlebnisse gehabt hat, wo man etwas gemeistert hat, kann man darauf zurückgreifen und sagen, Mensch, jetzt ist es gerade total schwer, aber damals habe ich es ja schon mal geschafft. Wie ist es mir gelungen? Ist das eine, was ich daraus ziehen kann, aber auch, okay, das ist ein schwieriger Punkt, aber ich habe es damals irgendwie überstanden, einfach nur durchgehalten und es hat sich gelohnt und das wird in Zukunft auch so sein. Dass man, wenn man durchhält, kommt man ja immer wieder an so Schwellen, an so Stromschnellen, wo es einfach schwierig wird, über Wasser zu bleiben. Und wenn man da irgendwo Erfahrung gemacht hat, boah, ich krieg das hin und danach geht es auch irgendwie weiter, ja. Ich muss jetzt nur den Abend irgendwie überstehen oder rumkriegen. Und morgen ist das alles schon wieder etwas besser. Ja, zum Beispiel, wenn es um Stimmungsschwankungen geht und man gerade wieder kurz davor ist, so richtig zu explodieren. Man dann aber die Erfahrung gemacht hat, okay, ich muss mich heute einfach zurückziehen. Ja, ich brauche einfach Ruhe. In ein paar Stunden sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann ist das etwas, was mein Durchhaltevermögen, ja, zum Beispiel nicht impulsiv zu reagieren, deutlich steigern kann. Ja, und was natürlich auch mir den Umgang mit meinen emotionalen Schwankungen beispielsweise erleichtert. Ja, und der letzte Punkt, das nur noch mal als Hinweis, wenn ich etwas durchhalten will, gibt es da häufig verschiedene Anweisungen, wie das am besten gelingt. Sollte man für sich schauen, wie man normalerweise tickt. Manchmal kann es sinnvoll sein, eine Strategie weiter zu verfolgen, auch wenn man das Gefühl hat, das bringt am Anfang nichts. Ja? Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Mensch, ich mache das doch jetzt genau so, das müsste doch eigentlich funktionieren und irgendwie komme ich nicht so richtig weiter, kann das manchmal sinnvoll sein, es trotzdem weiterzumachen, weil manche Dinge erst langfristig wirken. Gehen wir mal davon aus, man möchte ein Entspannungsverfahren lernen, progressive Muskelrelaxation oder progressive Muskelentspannung nach Jacobsen ist ja ein sehr berühmtes Verfahren. Das muss man eigentlich 2 Wochen regelmäßig machen, um einen wirklichen Effekt zu haben. Ja, oder wenn man ein Antidepressivum nimmt, hat man häufig in den ersten 2 Wochen eher Nebenwirkung und erst so nach 6 Wochen hat man eine wirkliche antidepressive Wirkung. Ja, also manchmal kann es ganz sinnvoll sein, an einer Strategie festzuhalten, auch wenn sie noch nicht so richtig funktioniert, da sozusagen durchzuhalten. Manchmal kann es aber auch sinnvoll sein, nicht zu lange bei einer Strategie zu bleiben, wenn man merkt, damit komme ich überhaupt nicht weiter. Wenn ich jemand bin, der ziemlich verbissen ist, der immer ziemlich starr auf einer Linie bleibt, gerade da kann es sinnvoll sein, wenn man merkt, hey, damit komme ich jetzt gerade nicht weiter. Wenn ich zum Beispiel meinem Partner immer wieder sage, Mensch, dein Verhalten ist total auffällig und das stört und so weiter und irgendwie komme ich damit gar nicht so ans Ziel, dann kann es sehr sinnvoll sein, da nochmal zurückzugehen und zu sagen, vielleicht sollte ich einfach mal äußern, was ich mir wünsche. Weniger auf das Verhalten des anderen eingehen, sondern eher darauf, was ich eigentlich gerne möchte. Also da die Strategie zu wechseln. Das muss man für sich selber so ein bisschen entscheiden. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Eine Strategie länger zu verfolgen und einfach mal gucken, geht das damit doch weiter, gerade wenn es am Anfang nicht funktioniert, oder gerade wenn man etwas dran festgehalten hat, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Strategiewechsel. Ich bin ja nicht nur auf diese eine Strategie angewiesen. Das kann
natürlich dann auch beim Durchhaltevermögen eine Rolle spielen, dass ich Strategien, die nicht funktionieren, dann auch irgendwann ablege für mich, dass ich sozusagen für mich die Erfahrung sammle, was funktioniert und was nicht. Okay, viele Punkte. Und ich denke, es ist wirklich gut umsetzbar. Ich hoffe, dass der ein oder andere Punkte ausprobiert. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Und nochmal, ganz ohne Anstrengung wird es nicht funktionieren, aber so ein paar Erleichterungen sind hierbei. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos und bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag wie immer.